Hallo, liebe Freunde des Octo-Awesome-Spaßes. Wir sind in Folge, ich habe gar keine Ahnung, weil es ist immer noch mitten in der Nacht. Und ich knüpfe jetzt einfach mal direkt an die letzte Folge, wo ich ja versucht habe, jetzt doch endgültig diese dämliche Kollisionskacke zu korrigieren. Kurzer Rückblick nochmal. Wir haben, beziehungsweise ich habe versucht, die ganze Sache mit meinen Magic Numbers und der Art und Weise, welche Reihenfolge wir eigentlich prüfen, ein bisschen strukturierter anzugehen. Mein Ansatz folgendermaßen: Ich prüfe erstmal, welche Blöcke ich auf Kollision checken muss, um dann rauszufinden, und zwar in mehreren Iterationen, welche Kollision zuerst stattfindet, um dann den Vektor so nach und nach so zu korrigieren, dass wir uns durch die kollidierenden Blöcke durchschlängeln. Das machen wir im Moment ja noch nicht. Im Moment verlassen wir uns darauf, dass wir über die Magic Numbers die richtige Reihenfolge wählen. Das ist aber leider nicht der Fall, wie wir jetzt in unserem Test auch festgestellt haben. Darum jetzt die ja hoffentlich allumfassende Lösung, was das angeht. Gut, kurz nochmal der Code. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen was umgebaut. Wir haben jetzt ungefähr eine 10.000-fache Verschachtelung von Schleifen. Ich hoffe, dass das, der Code wird dadurch natürlich ein bisschen unübersichtlicher, aber ich hoffe, dass wir damit jetzt trotzdem den richtigen Weg einschlagen. Hier oben die Prüfung nochmal, welche Blöcke überhaupt betroffen sind, welche wir checken müssen. Hier die Do-While-Schleife um den ganz großen Block, um einfach genügend Iterationen zuzulassen, aber das Ganze dann trotzdem zu limitieren. Im Prinzip ist die Abbruchbedingung für unsere Schleife, dass wir nicht mehr als drei Loops durchlaufen, weil wir in jedem Loop maximal eine Achse rausschneiden können und naja, nach drei Achsen haben wir keine Achsen mehr übrig, deshalb sollten drei Loops eigentlich ausreichen. Oder in dem Moment, wo wir gar keine Kollision mehr haben. Ja, innerhalb der Schleife machen wir es wie gehabt. Wir iterieren über alle unsere Blöcke, die potenziell als Kollisionsblöcke in Frage kommen. Führen über alle darin enthaltenen Collision Boxes, weil jeder Block kann ja mehrere Collision Boxes haben, eine Schleife durch und prüfen dann einfach. So, jeder Block kann potenziell kollidieren mit unserem großen Block. Weshalb wir hier eine Kollisionsprüfung machen. In dem Moment, wo wir kollidieren, setzen wir auch die große Schleifenvariable auf True. Das bedeutet, wir werden mindestens nochmal eine Iteration durchlaufen. Und ja, hier drin, wie gehabt, wir prüfen erstmal, ab welchem Zeitpunkt unseres Move-Vektors wir eigentlich mit unserem Block kollidieren. Und da gibt es jetzt im Prinzip die zwei konkurrierenden Konzepte. Innerhalb der Blockkollision, also das, was wir schon drin hatten, zählt, wie wir hier unten noch festgelegt haben, der späteste Zeitpunkt einer Kollision mit der Achse, weil grundsätzlich können wir mit mehreren Achsen kollidieren, aber wir können ausrechnen, mit welcher Achse wir zuerst kollidieren. Relevant ist aber die Achse, mit der wir zuletzt kollidieren, weil das war ja lange mein Irrtum. Ist es ja relevant, der Zeitpunkt, an dem wir mit allen drei Achsen kollidieren. Weil beim ersten oder der zweiten Achse ist es irrelevant. Erst die dritte Achse sorgt für eine echte 3D-Kollision und darum ist der späteste Zeitpunkt wichtig. Das hatten wir ja mit diesen Abfragen dieser NX-Variablen, also so im Beispiel der X-Achse, natürlich erstmal gucken, in welche Richtung wir unterwegs sind, prüfen die Schnittmenge, also die Überschneidungsmenge und gucken dann, wie viel anteilig dieser Überschneidungsmenge eigentlich unser Bewegungsvektor ist. Das heißt, hier in der Stelle stellen wir vielleicht fest, 0,6% oder 0,6 des eigentlichen Move-Vektors macht das aus. In der anderen Prüfung ist es aber 0,5 und wir suchen den spätesten Zeitpunkt. Darum haben wir diese Max-Variable. Die fängt bei 0 an und ja, am Ende prüfen wir dann, welche Achse die eigentliche wichtige Achse ist. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das passiert. Achso, wir prüfen den mit Wachs, Max prüfen wir nur grundsätzlich, ob es einen zu einem späteren Zeitpunkt eine relevantere Zahl gibt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, im Moment ist es so, dass wir das alles in dieser Corrected Move bzw. Corrected Velocity speichern. Das würde ich rausnehmen. Für uns hier interessant ist nur noch der Max-Wert, der eben festlegt, ab welcher Stelle der Vektor abgeschnitten werden muss. Allerdings müssen wir jetzt noch eine zweite Sache dazu speichern, nämlich die Information, auf welcher Achse das passiert. Dann können wir uns nämlich diese Corrected Move-Geschichte erstmal sparen, also das Ding hier. Das würde ich erstmal rausnehmen, weil wir dann nämlich in unserer großen Schleife außenrum
eine ganz andere Information brauchen, nämlich den ersten Einschlag. Also das ist jetzt quasi von allen Blöcken, der Block, den müssen wir rausfinden, der zuerst kollidiert. Und das ist im Prinzip die entgegengesetzte Strategie. Wir brauchen nämlich eine weitere Variable, die heißt float min, nenne ich es jetzt einfach mal, die bei 1 startet, das ist nämlich die volle Länge des Vektors. Und jetzt bei jeder Kollision, am Ende der Kollision, nämlich hier, prüft, ob der Max-Wert, der hier rauskommt, größer bzw. kleiner ist als min. Und in dem Fall min max ersetzt. Also die Idee ist, dass wir mit jeder Iteration über jeden, also mit jeder Blockprüfung diesen Vektor weiter und weiter verkürzen, je nachdem, welche Kollision zuerst passiert. Und dann haben wir dieses Reihenfolgeproblem nämlich nicht mehr, weil die Reihenfolge nämlich erwartet hat, dass wir den Block, mit dem wir zuerst kollidieren, auch zuerst abhandeln. Und dadurch, dass wir jetzt einfach über alle Blöcke drüber gehen und den aussuchen, der die Kollision zuerst verursacht, haben wir diese Reihenfolgeproblematik überhaupt nicht mehr. Das ist also die Lösung dafür. Das heißt, wir nehmen min und ersetzen es durch max. Gleichzeitig müssten wir hier jetzt aber noch prüfen, welche Achse anschließend abgeschnitten werden muss. Das ist eine Info, die fehlt uns jetzt hier noch. Das heißt, diese Sachen wären nachher gar nicht mehr relevant. Die würde ich hier rausnehmen. Ich hoffe, dass wir den Code hier auch irgendwann nochmal ein bisschen optimieren können, weil das natürlich so die Fallunterscheidung, wir arbeiten hier toll mit Vektor 3, aber nachher machen wir dann doch wieder so eine Banane-Fallunterscheidung. Also ich hoffe, dass wir das irgendwann ein bisschen schöner in den Griff kriegen. Aber was wir hier speichern müssen, ist, wie gesagt, Max, und ich würde jetzt ganz naiv mit einer Variable Axis kurz speichern, welche Achse denn betroffen ist. Also einfach x ist 0, y ist 1 und z ist das. Vielleicht sollten wir irgendwann mal ein Enum einführen, der das macht. Ach, was heißt irgendwann? Lass uns das doch gleich machen. Nee, doch. Ich mach das mal eben schnell. Ich würde einen Fleck draus machen, damit wir gleich das für alles Mögliche verwenden können. Weiß noch nicht, was uns da alles noch einfällt. Public enum access none x ist 1, y ist dann 2 und z ist dann schon 4, damit wir die stapeln können. Einfach so. Gut, das heißt, hier haben wir einen access, der erstmal none ist. Und je nachdem, was wir jetzt rausfinden, auf welcher Achse das Ganze passiert, setzen wir die entsprechende Achse. Das kann sich natürlich mehrmals ändern auf dem Weg dahin, weil wir die Achsen getrennt voneinander betrachten. Oh ja, genau. Und da kommt der super Copy-Paste-Tom wieder, der das wieder fachmännisch macht. So, und am Ende müssten wir in Kombination mit Max auch die Information haben, welche Achse denn betroffen ist. Und das ist im Prinzip das, was ich hier jetzt auch wissen muss. Das bedeutet, hier oben brauche ich eine weitere Variable, die nicht nur min hat. Wo ist das denn? Hier. Sondern ha auch hier brauche ich eine Achseninformation. Oha. Ich nenne es mal min axis, damit ich keine Kollision mit der drinnen habe, mit der Variable. Das hier ist übrigens auch nochmal so ein Kandidat, den wir hier durchaus als Private Read-Only Float. Ich nenne es mal Gap nach wie vor und das war, keine Ahnung, 0,5. Na komm, 5f, so. Anderer Wert. Das machen wir nach draußen, weil das hat da drinnen eigentlich nichts zu suchen. Das ist ja auch eine dieser Magic Numbers. So, eigentlich sollte das jetzt hier knallen, weil das ja überall. Ach, ich habe es ja rauskommentiert. Okay. Diese Axis, die würde ich gerne noch Max-Axis nennen. Einfach damit das sinngemäß auch gleich bleibt mit der Prüfung. So, und hier unten ist es dann so, dass wir dann rausfinden, welche Achse denn jetzt nun abgeschnitten werden soll. Und diese Information ist jetzt Max-Axis. Diese Information ist relevant für diese Berechnung hier unten.
Weil da hatten wir das korrigiert in jeder Kollision. Das macht keinen Sinn mehr, weil wir jetzt über alle Blöcke drüber gehen und den relevanten raussuchen. Und die Auswertung passiert hier unten, glaube ich. Ich kann mal gucken, was das für eine Schleife ist. Die Schleife, ja, das passt. Das heißt, die Auswertung muss hier unten passieren. Und ich wende jetzt erstmal den ersten Teil des Vektors auf die Position an. Das heißt, ich habe hier die Player Position. Achso, jetzt mal gucken, ob wir eine Kollision haben. Weil nur in dem Fall einer Kollision müssen wir da wirklich was machen. Wenn wir keine Kollision haben, dann können wir im Prinzip den Vektor direkt anwenden. Ist die Frage, ob wir das hier drin machen sollten. Ja, das machen wir hier drin. Da haben wir nämlich dann einfach die Player Position plus gleich Move. So. Das heißt, ungehindert, da wir keine Kollision haben, können wir ungehindert die Fortbewegung drauf addieren. Ich muss gerade gucken, nicht, dass wir das zweimal machen irgendwo. Nee, machen wir aber nicht. Das passt schon. Collision, bla bla bla, das passt alles. Ja, das heißt, wir wenden hier jetzt quasi bei keiner Kollision wenden wir den Move-Ding jetzt direkt an, laufen hier in die Abfrage, Collision is false und wir können raus. Das heißt, die Bewegung wird stattfinden ohne eine Kollision. Aber im Falle der Kollision müssen wir jetzt rausfinden, ja, was wir da eigentlich machen müssen. Das ergibt sich dann aus diesem Min-Wert, weil der gibt mir jetzt einen Float an, mit dem ich meinen Move multiplizieren muss, um ja, problemfrei durch die ganze Sache zu gehen. Das heißt, wir haben hier, machen wir das mal Vektor 3. Move Part nenne ich das mal, ist quasi Move multipliziert mit unserem Min. Und ich kriege dann halt das Stück, was ich mich bewegen kann, bevor irgendeine Kollision passiert. Also das ist der Safe Way quasi. Wodurch natürlich Move in Zukunft das andere Stück sein sollte. Das heißt, wir haben jetzt. Ich muss das jetzt super kompliziert machen, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob man das vereinfachen kann. Wir müssen jetzt aber noch ein paar Korrekturen machen, natürlich. Nämlich, wir müssen erstmal rausfinden, auf welcher Achse wir kollidiert sind. Das heißt, Min-Axis. Eine Fallunterscheidung. Vielleicht kann man es nachher anders machen, aber fürs Erste mache ich es jetzt mal so, um nachzusehen, ob wir irgendein System haben, nachdem wir das irgendwie pauschal machen können. Weil wir müssen jetzt in jedem. Ach so. Ah, der Gap muss ja da irgendwie mit rein und das ist jetzt. Ich brauche hier noch die Information, ob positiv oder negativ. Weil diese Prüfung hier, die entscheidet natürlich, in welche Richtung der Gap angewendet werden muss. Blöd. Weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Auch das hier könnte man vielleicht ein bisschen schöner machen, aber erstmal so. Und der Gap wäre in dem Fall Negativ Gap. Das ist saudämlich, ich weiß das schon. Aber es ist mitten in der Nacht und ich brauche jetzt eine Lösung. Ich will erstmal sehen, ob das funktioniert. Und nachher können wir wieder Code aufräumen. Das kriegen wir schon hin. Da ist wieder negativ. Hier ist er dann wieder positiv. Negativ. Ups, positiv. So, und dann können wir hier unten nämlich was ganz Tolles machen. Wir können dann nämlich Move Player Position. Das können wir eigentlich hier vorne schon machen. Den Move Part, den bewegen wir einfach, weil das ist der sichere Weg. Da ist, kann nichts passieren. Außerdem müssen wir jetzt Move wieder zurücksetzen auf. Das machen wir auch vorher. Move, also das ist quasi der restliche Teil des Vektors.
Das ist quasi der vorherige Move multipliziert mit 1 minus Min. Das heißt, der Rest eigentlich, der jetzt noch übrig bleibt des Bewegungsvektors. Das kann man natürlich schöner schreiben. So, und jetzt müssen wir aber trotzdem weitere Korrekturen machen. Nämlich, wenn die Kollision auf der x-Achse war, dann muss Move 0 an der Stelle x sein. Kann ich das nicht einfach so machen? Move y wird an der Stelle korrigiert und Move z. Das heißt, da passiert effektiv eine Kollision. Was wir außerdem korrigieren müssen, ist die Player Position. Ja, aber die muss ich jetzt, fürchte ich tatsächlich. Ah, das ist ja scheiße. Ne, das machen wir anders. Player Position plus New Vector. Der Gap nämlich, der muss jetzt nämlich rein. Gap 0, 0. Das sieht komisch aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der schönste Weg ist, das zu tun. Dasselbe machen wir hier auf Y. Der dritte ist Z. So, was müssen wir noch machen? Außerdem müssen wir die Player Velocity an der Achse auf 0 setzen. X wäre dann das hier. Ja, das natürlich da. Da. Falsch. So. So, und jetzt haben wir noch diesen einen Sonderfall, dass wir on ground ermitteln müssen. Und on ground wäre die Y-Achse und da können wir eigentlich sagen, in the gap. Das ist eine Scheißlösung. Die gefällt mir nicht. Aber gut, ich mache es jetzt trotzdem mal, damit wir was sehen. Der Gap ist in dem Fall positiv. Größer 0. Dann ist on player on ground gegeben. So. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Prima. Also im Falle der Kollision fangen wir an, auszurechnen, wie viel können wir gehen, wie viel ist safe. Und safe ist dann das Stück hier. Dann plus Gap natürlich, damit wir wieder ein bisschen über den Boden schweben. Dann berechnen wir in Move, das ist quasi unser Bewegungsvektor bisher gewesen. Nehmen wir das Reststück des Vektors, kürzen aber die Achse raus, die Probleme gemacht hat. Und bewegen uns dann auf den restlichen zwei Achsen weiter, um dann die nächste Kollision zu prüfen. Also in unserem Fall, wie wir es ja aufgemalt haben, hier unten wäre das die erste Kollision, würde auf dem Block 3 stattfinden. Wir gehen dann ein bisschen ranzoomen. Wir gehen dann, bewegen uns bis zur Kante, wo die Kollision stattfindet und nehmen den Restvektor, was quasi das Stück hier ist, nehmen aber den X-Faktor, den Y-Teil in dem Fall raus, bleibt das Stück Vektor. Dann gehen wir in die nächste Schleife und würden dann von der Position hier bis nach da prüfen, würden die Kollision hier an Block 1 feststellen, dann den X-Anteil rausnehmen, dann in der Ecke stehen bleiben und dann feststellen, dass wir mit keiner Box mehr kollidieren und dann in der Ecke hier verharren. So die Theorie. Ich hoffe, das funktioniert. Es kompiliert immerhin schon mal. Kurz nochmal einen kleinen Check, ob alles gut ist. Aber das sieht in Ordnung aus, grundsätzlich. Corrected Crown, Corrected Bla, Corrected Blub brauchen wir alles nicht mehr. Ich sehe euch schon daheim sitzen und denken, oh mein Gott, was macht ihr da? Gucken, was passiert. Okay, wir landen immerhin am Boden und fallen nicht durch den Boden durch. Allerdings steht das Spiel gerade. Sind wir jetzt in einer Schleife gelandet? Okay, wir haben hier offensichtlich irgendwo eine Endlosschleife drinnen. Aber warum? Ah ja, okay, das ist natürlich die Möglichkeit, dass Min 0 ist. Was ist denn das für ein Fall?
Es passiert eine Kollision, aber Max ist null. Das heißt, die Kollision passiert sofort. Dann ist natürlich der Restanteil von Move, er wird niemals kleiner. Das ist ja blöd. Was machen wir denn mit dem Fall? Wenn die Kollision sofort passiert, null, dann sollte doch aber eigentlich, sollte die Bewegung eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Kleiner Test. Freeze. Schön. Okay, wir landen hier in so einer kleinen Endlosschleife mit der Tatsache, dass irgendwas null ist. Move ist es nicht. Cannot evaluate. Interesting. Was haben wir denn da bei der Velocity? Kann ich das mal bitte hier? Ah, da kommen wir jetzt gar nicht mehr hin. Player haben wir aber doch bestimmt. Player. Kann ich bitte Player kriegen? Hallo? Ah, verdammter Scheiß. Dann geh halt hier hin. So. So, was haben wir denn da? Velocity, was ist Velocity? Velocity ist 0. Ja, das ist doch alles gut. Kein Bewegungsvektor, keine Kollision. Verstehe nicht ganz, was das Problem ist. Das heißt, Move ist auch 0, alles gut. Ich verstehe dann nicht, warum es zur Kollision kommt eigentlich. Das darf eigentlich nicht passieren. Also warum laufen wir hier rein, obwohl wir auf 0, 0, 0 sind? Das kann eigentlich nur passieren, wenn wir schon im Block drin stehen. Und das sollte ja eigentlich nie passieren. Es sei denn, wir haben den Gap irgendwie falsch angewendet. Alles möglich. Alles möglich. Neustart. Okay, das ist irgendwie schiefgelaufen. Diese Prüfung hier unten ist irgendwie Quatsch. Die möchte ich eigentlich gar nicht drin haben. Achso, die ist eh falsch, ne? Die muss natürlich so heißen. Ja, das ist ja noch besser. Okay, ich nehme sie wieder ganz raus. Da konnten wir uns wenigstens bewegen. Okay, wenigstens ein bisschen geht. Wir können springen, wir können viel zu hoch springen und stecken jetzt sehr wahrscheinlich im Boden und kriegen das Problem, dass das natürlich jetzt im Kreis läuft. Das ist sonderbar. Die Folge ist auch zu Ende, leider. Wobei ein bisschen debuggen können wir jetzt durchaus noch. Klingt ein bisschen, als ob wir hier den Gap falsch rum anwenden oder so irgendwas. Also in dem Moment, wo wir lasst mich mal kurz hier reinschauen, was da passiert. Peng. Okay, also wir haben eine Kollision. Das macht Sinn. Mit dem Boden natürlich. Welche Achse ist hier betroffen? Y macht auch Sinn. Und Gap ist positiv. Also alle Parameter absolut richtig. Das ist natürlich. Nee, das ist richtig, absolut. Positiv, das heißt, die Position ist eigentlich im Block drinnen, wie wir sehen. Aber die ist viel zu weit im Block drinnen. Weil der Block ist ja wahrscheinlich bei 49 ist. Achso, nee, wir sind über dem Block. Alles ist gut. Alles ist gut. So, das heißt, Move würde eigentlich dazu führen, dass wir im Block drinnen sind. Position, jawohl. Also aus 49,39 minus, ja. 0,4 wird eine Kollision mit dem Boden, das ist richtig. Allerdings hat das Ding hier festgestellt, dass wir bei 0,97 absolut safe sind. Also gucken wir mal, was da passiert. Wo landen wir denn da? Dann sind wir exakt bei 49, was okay ist. Der Restbetrag ist das da.
So, und die betroffene Achse ist Y. Das heißt, unser Move-Anteil wird auf der Achse auf 0 gesetzt. Das ist auch richtig. Die Position wird korrigiert, hoffentlich um den Gap. Das stimmt auch. Damit schweben wir leicht über dem Boden. Alles ist gut. Die Velocity wird bei Y gekappt. Auch das ist richtig. Und Gap ist größer, also uncrowned. Also aus meiner Sicht alles gut. Jetzt ist Loop 1. Collision ist noch da. Allerdings ist jetzt Move 0. Das bedeutet, das da sollte jetzt eigentlich eine Box liefern, die keine Kollision mehr haben sollte. Okay, die Prüfung spare ich mir jetzt. Obwohl, so viele Blöcke sollten da jetzt ja gar nicht mehr rauskommen. Zumindest keine mehr, die irgendwie Substanz haben. Weil dadurch, dass wir keinen Bewegungsvektor haben, sollte das hier nirgends reinknallen. Ja, gucken wir mal. Eigentlich sollte keine Kollision stattfinden. Das heißt, hier sollten wir niemals ankommen. Kommen wir trotzdem. Warum? Wir kollidieren angeblich mit der Box, die. Ach so, mit einem Stück Rand. Das kann natürlich. Kann das sein? Hätten wir mit der Box nicht sowieso kollidieren müssen vorher schon? Eine interessante Frage. Diese Box ist ja nicht unter uns, also das ist keine Box, die jetzt. Aber die hätte doch eigentlich vorher schon kollidieren müssen. Verstehe nicht, warum das jetzt erst passiert. Und da kommt jetzt natürlich überall Mist raus, logischerweise. Ach, wir haben jetzt hier schon wieder negativ. Ach so, wir sind schon wieder in der nächsten Schleife. Okay, das wiederum macht Sinn. Okay, alles gut. Okay, alles ist in Ordnung. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich am Boden stehen und uns bewegen können. Ist das so? Das ist so. Das heißt, ich hüpfe jetzt mal kurz einmal hoch und dann gucke ich mir an, was hier. Ah, jetzt haben wir aber. Okay, das wird spannend. Hüpfen, Breakpoint. So. Wir sollten jetzt eigentlich so schnell sein, dass wir unter Umständen zu weit in den Boden reingehen. Wir haben. Nee, das ist eigentlich gar nicht so schnell. Okay, nee, es ist schon wieder gefreest. Andererseits frage ich mich, warum wir hier nicht rausfliegen. Wir sollten ja in den Loops eigentlich durchaus. Okay, sieht doch schon besser aus. Allerdings stecken wir im Boden fest. Verdammte Scheiße. Warum tun wir das? Was ist da passiert? Jetzt sind wir sogar einen Block nach unten gefallen noch. Okay, also wir stecken im Boden fest. Das ist das Problem gerade. Allerdings hätte das niemals passieren dürfen. Gerade gucken. So, der Boden ist 40 tatsächlich. Und gerade eben ist es passiert, dass wir sogar noch mal einen Block nach unten gefallen sind. Da ist es wieder passiert. Jetzt sind wir nämlich auf 39. Das heißt, irgendwas funktioniert nach wie vor nicht bei dem Höhenkorrigieren. Ist der Gap jetzt wieder zu klein oder so? Kann das sein? Aber eigentlich, dieser Gap ist ja alles easy eigentlich. Mach den mal zum Spaß noch mal ein Stück größer. Jetzt hüpfen wir sehr wahrscheinlich wieder. Nö, hüpfen nicht. Okay, jetzt funktioniert das aber tatsächlich. Jetzt sieht man auch bei der Koordinate rechts oben, sieht man auch, dass wir jetzt immer über 40 sind.
Jetzt stecken wir wieder in der. Nee. Alles ist voll gut. Oh Mann, ich möchte dieses verdammte Kollisionsthema gerne mal vom Tisch haben. Das wäre so toll. Nee, ich stecke da in der Wand fest. Ich stecke in der Wand fest. Das ist was, was ich mir in Ruhe anschauen muss, fürchte ich, weil ich möchte euch jetzt echt nicht lange, noch länger langweilen mit dem Scheißthema. Weil es nervt mich selber ein bisschen. Ich gucke es mir jetzt in Ruhe an, versuche zu fixen, beziehungsweise herauszufinden, was das Problem ist. Dann zu fixen und dann einfach wieder weiterzumachen. Naja, gut. Ich muss jetzt eh noch das System so ein bisschen vorbereiten für unseren Livestream, der heute, beziehungsweise jetzt am Samstag, also jetzt morgen, weil es ja mitten in der Nacht, morgen stattfindet. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann ist der Stream schon lange vorbei, weil das hier die 78. Folge, 79. Folge ist, keine Ahnung. Wie auch immer, das heißt, der Stream ist schon lange vorbei, aber ich muss das Ding trotzdem vorbereiten, damit wir heute Abend so ein bisschen, ach, morgen Mittag, ihr wisst schon, zum Stream ein bisschen was machen können. Ich hoffe, dass ich dieses Problem mit diesem Kollisionsrotz irgendwann halbwegs in den Griff kriege. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder nichts Fertiges zeigen kann. Das frustriert mich selber ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich bereite das vor und zeige es euch dann einfach, was ich denn Tolles gemacht habe. Wahrscheinlich ist es wieder irgendwo ein dämlicher Rundungsfehler. Ihr seht es ja auch, wenn man rutscht versehentlich in den Boden rein. An sich, an der Vorgehensweise her, ist das eigentlich in Ordnung, was wir hier tun. Aber irgendwo rutschen wir noch in den Boden, obwohl wir das nicht können. Vielleicht sollten wir auch so einen Backup-Plan haben für den Fall, dass wir in den Boden rutschen. Also was passieren soll, was das System machen soll, wenn das mal passiert. Eigentlich sollte es nicht passieren, das ist so der Worst Case, weil dann fehlen uns in dem Moment, wo wir feststecken, natürlich auch die Bewegungsvektoren. Das heißt, das System weiß gar nicht mehr, in welche Richtung es den Spieler rauspushen muss, damit wieder alles gut ist. Deshalb, also das darf eigentlich nie passieren. Wenn es passiert, dann haben wir ein Problem, wie ihr jetzt gerade seht. Ich versuche herauszufinden, wie wir das fixen können. Ansonsten halte ich das den neuen Ansatz für nach wie vor den richtigen Ansatz. Müssen wir mal sehen, ob wir das jetzt irgendwie noch in den Griff kriegen. Also wahrscheinlich ist es irgendwo ein kleiner Denkfehler. Ich probiere so lange rum, bis es funktioniert. Und dann seht ihr in Folge 80, wie alles astrein funktionieren wird. Ich freue mich auf genau diese Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen guten Abend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, kurzer Nachtrag nochmal, weil eine ganze Folge wird das nicht. Wirklich nur klitzekleine Kleinigkeiten waren da das Problem. Ich habe jetzt mal geguckt, was denn hier die Ursache sein kann. Ich habe angefangen, die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, dass vielleicht X- und Y-Achse gleichzeitig kollidieren und so weiter und so weiter. Also ich bin einige Möglichkeiten durchgegangen, bis ich herausgefunden habe, dass es Fälle gibt, bei denen hier drinnen stand, ja, also die betroffene Achse ist Y. Im Gap stand aber dann ein Negativwert, was halt bei der Kollision mit dem Boden dazu führt, dass ich den Gap drauf addiere und meinen Spieler automatisch in den Boden stampfe. Grund dafür war, und das hätte mir eigentlich früher auffallen können, ich mache hier oben ja diese lustige Fallunterscheidung. Ich speichere auch bei jeder Änderung bei diesem Maximalwert auch immer mit X und Y. Was jetzt neu ist, ist das da. Max Gap. Ich habe vorher smarterweise alles in einer Variable gespeichert, die dann natürlich, also in dem konkreten Fall war es dann so, wenn man auf einer Ebene gelaufen ist, dann gab es eine Kollision auf Y- und auf X-Ebene. X hatte einen positiven Wert, beziehungsweise einen negativen Wert, so rum, und Y den positiven Gap-Wert. Allerdings kam der Y-Fall zuerst und dann der X-Fall, weshalb dann die richtige Achse drin war, aber der Gap falsch gesetzt wurde. Also was ich gemacht habe, ist im Prinzip nochmal so ein Max-Gap einzuführen, der erst am Ende übertragen wird, wie der Rest auch. Und siehe da, wir stecken jetzt nicht mehr im Boden fest. Ich habe aber noch eine andere Kleinigkeit korrigiert. Ich hatte hier oben bei der Vorschleife hier nur ein kleiner Zeichen, weshalb ich ganz eigenartige Effekte hatte und ständig in der Wand steckte, aber halt nur auf X-Achse. Das war sehr eigenartig. Allerdings, ja, war dann auch sehr, sehr offensichtlich, weil es halt wirklich nur auf einer Achse war und damit war klar, dass ich irgendwo ein Copy-Paste oder ein Vorzeichenfehler oder irgendwas hatte. Ja, Ende des Lieds ist, ich starte das mal eben. Wir haben jetzt hier
eine schöne Oberfläche und ich kann mich hier super toll und genauso bewegen, wie ich es mir vorstelle. Das ist alles ganz toll. Ich lasse hier mal kurz einen Tunnel rein in die Wand, damit wir da auch mal im Tunnel noch laufen können. Ja, das ist relativ mühselig. Ich hatte gerade eben mich mal komplett aufs andere Ende rüber gebuddelt. Das war ziemlich cool. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz machen, aber ihr könnt mir glauben, das funktioniert jetzt. Der Ruckler, den man hier sieht, der kommt jetzt nach wie vor noch vom Rebuild des Vertex-Buffers. Da müssen wir ganz, ganz schnell was dran ändern. Das ist eigentlich auch eine der akutesten Baustellen, weil in dem Moment, wo wir diese Interaktion mit der Welt ein bisschen ausbauen wollen, brauchen wir eine fließende Verarbeitung dieser Daten. Ich würde dann einfach die Chunks kleiner machen, aber das ergibt sich in dem Livestream für morgen, weil morgen gucken wir mit Patrick und Julian mal die neuen Generatoren an und die beiden haben ein bisschen rumgespielt mit den Parametern, also wie groß müssen Chunks sein, damit die Generierung der Welt relativ flott funktioniert. Und werden wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wir eine gewisse Chunkgröße haben, entweder 16 mal 16 mal 16 oder 32, 32, 32. Mal gucken. Das sind so die beiden Charaktere, was sage ich schon? Die beiden Variationen, die wir zur Verfügung haben. 100, 100, 100 ist offensichtlich viel zu groß. Also viel zu groß ist übertrieben, aber auf jeden Fall zu groß für mittelstarke PCs. Also, was man hier sieht, ja, ich habe hier eine kleine Lücke reingeschlagen. Ich kann hier reingehen, kann in alle Ecken, ohne dass ich irgendwie festhake. Und das Schöne ist, ich kann auch hüpfen, ohne dass es ein Problem ist. Also, wir werden hier sofort abgebremst und ich kann nicht an der Decke kleben, so wie man es erwartet. Also, das sieht jetzt richtig gut aus und ist im Moment auch relativ stabil, wie mir scheint. Also, ich habe gerade eben noch eine halbe Stunde gebuddelt, bin rumgelaufen, rumgehüpft. Ich habe jetzt keinerlei Probleme mehr erkannt. Ich glaube, jetzt haben wir endlich eine halbwegs stabile Blockkollision mit der ollen Welt. Ich hoffe, dass wir damit jetzt einigermaßen stabil arbeiten können und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr erleichtert, dass dieses Thema jetzt hoffentlich vom Tisch ist. Zumindest scheint es mir jetzt nachts um 3:30, wie es jetzt gerade ist, als eine sinnvolle Lösung. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich bin guter Dinge. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal hoffentlich für eine ganze Zeit lang dieses Kollisionsthema nicht mehr haben. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir irgendwas völlig anderes machen.